Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Patrick Becker Draste auf Rang 6. Urheberrecht Getty Images. Die Brüder Nico und Danny Ihle sowie Patrick Becker überzeugen für die Deutschen bei der Eisschnelllauf-WM. Den Norweger Sverre Lunde Pedersen siegt. Die deutschen Eisschnellläufer sind zum Auftakt der Heim-WM im Oberbayerischen in Zell leer ausgegangen, haben aber mit teils guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Bei den Titelkämpfen über die Einzelstrecken sorgten die Chemnitzer Brüder Nico und Daniele mit Rang 4 im Teamsprint für die beste Platzierung des Tages. Langstreckler Patrick Beckert Erfurt beendete das stark besetzte 5000m-Rennen auf Rang 6 in 6,15,76 Minuten. Beim 3000m-Lauf der Frauen war aus deutscher Sicht der kurzfristige Startverzicht Claudia Pechsteins das große Gesprächsthema. Ihle können zufrieden sein, die Ihle-Brüder hatten gemeinsam mit Lokalmatador Joel Dufter in 1,20,59 Minuten eine passable Zeit aufs Schnelle im Zeller Eis gebracht. Zur Medaille reichte es aber beim Sieg der Niederländer 1,19,05-Bahnrekord nicht. Wir können trotzdem zufrieden sein, sagte Nico Ihle, es war ein super Warm-up für die folgenden Strecken. Langstrecken-Hoffnungsträger Beckert erreichte die angepeilte Top-10-Platzierung. Der Sieg ging an den Norweger Sverre Lunde Pedersen, der in Bahnrekord von 6.07, 16 Minuten, Patrick Rüst 6.11,70 aus den Niederlanden und dessen Landsmann, Serienweltmeister Sven Kramer 6.12,53 auf die Plätze verwies. Beckert, technisch gut angefühlt, es war ein sehr guter Lauf. Die Rundenzeiten waren richtig gut, auch technisch hat es sich gut angefühlt. Mir persönlich war es auch wichtig, besser als bei den Olympischen Spielen zu laufen, sagte Beckert, der 2018 in Pyeongchang 10.06.17,91 geworden war. In Abwesenheit Pechsteins lief Roxanne Dufter in Zell 4.09.07 Minuten als einzige deutsche Starterin über 3000 Meter nur auf den 15. Rang, ihr 14. Gold bei Einzelstreckenweltmeisterschaften sicherte sich die Tschechin Martina Sablikova mit Bahnrekord von 3,58,91 Minuten. Pechstein hatte wenige Stunden vor ihrem geplanten Auftaktrennen über 3000 Meter verkündet, sowohl auf die kürzere Langstrecke, als auch auf den Einsatz in der Teamverfolgung am Freitag zu verzichten. In letzterer bekommt der WM-Gastgeber nun kein Frauenteam zustande, an den Rennen über ihre Spezialstrecke 5000 Meter am Samstag und im Massenstart am Sonntag will Pechstein teilnehmen. Pechsteins Rückzug ist nach eigenen Angaben eine Reaktion auf ihre juristische Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte EGMR, über den sie am Dienstag in Kenntnis gesetzt worden war, nur zwei Tage vor WM-Beginn.